Hey Leute und willkommen zu meiner Monatszusammenfassung. Hier halte ich fest, was ich alles in den Spielen im August 2024 erreichen konnte. Ich werde darauf eingehen, was ich alles gemacht habe, weshalb es Spoiler enthalten kann. Ich habe in August mit Fire Emblem Engage weitergemacht und konnte von den 765 Achievements 503 erreichen. Nachdem ich Zelica wieder erlangte, konnte ich mit ihr die Nebenaufgabe The Caring Princess starten, forderte sie zu einem Prüfungskampf heraus und verbesserte unsere Beziehung. Sie erzählte mir von dem Strand, dass sie einst dachte, einen Schrein zur Göttin anzutreffen, stießen jedoch auf einen Drachen. Da ich mittlerweile meine Beziehung zu 35 Einheiten auf den A-Rang brachte, erhielt ich dafür ein weiteres Achievement. Ein weiteres Achievement konnte ich erzielen, da ich mein 40. Skirmish im August abgeschlossen hatte, um meine Einheiten zu trainieren und ein wenig Gold zu verdienen. Diebe konnte ich ebenfalls wieder in den einzelnen Schlachten besiegen und erhielt das Achievement für 400 besiegte Diebe. Sehr akribisch verteidigte ich meine Einheiten weiterhin vor gegnerischen Angriffen, ein weiteres Achievement erhielt ich für 250 mal Blocken. Ich habe in Somniel mit bis zu 80 Einheiten Essen gekocht. Ich wurde mittlerweile 80 Mal von einer meiner Einheiten aufgeweckt, davon waren 10 auf dem Beziehungsrang A. Beim Waffenhändler konnte ich wieder viel Geld investieren und kaufte für meine Truppen wieder viele Waffen, sodass ich 3 weitere Achievements erhielt, da ich 70, 80 und 90 Waffen gekauft hatte, davon 20 Äxte und 20 Zauberbücher. Bei der Händlerin konnte ich ebenfalls ein Achievement abholen, weil ich mittlerweile 30 Heilstäbe gekauft hatte. Um 2 Achievements zu bekommen, habe ich mittlerweile 70 und 80 Emblems in Waffen eingravieren lassen. Fire Emblem Engage habe ich damit 96 Spielstunden gespielt. Mit Monster Hunter Stories 2 Winds of Ruin begann ich ein zweites neues Hauptprojekt und ich habe mir vorgenommen, alle 48 Achievements im Spiel zu erspielen. Im August konnte ich bereits 33 davon erreichen. Ich starte meine Ausbildung als Monsty Rider und erfahre von seltsamen Ereignissen auf der Insel, denn unser Wächter Rattalos ist davon geflogen und seltsames rotes Licht kam aus dem Wasser. Als ich mich auf dem Weg zum Nest unseres Wächter Rattalos machte, wurde mir von einem wild gewordenen Anjanath angegriffen. Wir konnten jedoch dieses Monster abwehren und trafen auf Enna, die einst meinen Großvater kannte. Sie überreichte mir den Kinship-Stein meines Großvaters, aber auch ein Ei vom Wächter Rattalos. Mit ihr machte ich mich auf den Weg über das Meer Richtung Dorf Ruto, beendete das erste Kapitel und erhielt dafür mein Achievement. Auf dem Weg nach Ruto Village trafen wir auf Alvin, welcher uns den Weg zeigte. Er brachte uns zum Dorfältesten, welcher skeptisch über mich und das Ei war. Er bezweifelte, dass ich das Rattalos kontrollieren könnte, sollte es schlüpfen. Nachdem wir einige Monster abwehrten, zeigte mir Alvin und Enna die Schlucht, wo mein Großvater Red einst geholfen hatte, ein wild gewordenes Monster abzuwehren. Am Krater angekommen, glühte das rote Licht wieder auf und ein Raphian kam hervor. Nach dem Kampf fing das Ei an, langsam an zu schlüpfen. Im Dorf angekommen, bereiteten wir uns auf das Rattalos vor und versuchten mit dem Kinship das Rattalos beim Schlüpfen unter Kontrolle zu bekommen. Der Flügel vom Rattalos waren jedoch sehr kurz und deuteten auf das legendäre Rattalos mit den zerstörerischen Flügeln hin. Ich sollte seine Kräfte entfesseln, um herauszufinden, ob es wirklich derartig gefährlich ist, weshalb Enna und ich uns auf den Weg machten. Wir stießen im verschneiten Gebiet auf Avinia. Sie brachte uns zu ihrem Dorf und begleiteten mich auf meiner Reise. Enna versuchte, den Oldede zu finden, während ich mich um die Dorfprobleme kümmerte. Als ein weiterer Krater mit dem roten Licht erschien, machten wir uns dort auf den Weg und wehrten eine Zeltas Queen samt Zeltas ab. Enna gab uns die Neuigkeit, dass der Oldede in einer heißen Quelle gefunden wurde. Als sie ankamen, unterhielten wir uns mit ihm. Er sagte uns, dass wir den Schlüssel selbst finden müssen, um die Kräfte von Rattalos zu beherrschen. Als ein weiteres Licht aus einem Krater erschien, stellte sich dort ein Legianer uns entgegen. Wir konnten es angreifen, bevor es vom Licht infiziert wurde. Doch noch während des Kampfes veränderte sich, aber auch Rattalos absorbierte das Licht, geriet in Rage und jagte das Legianer und richtete bei der Jagd immensen Schaden am Dorf an.
Oldede konnte Rathalos beruhigen und half mir dabei, mit meinem Kindship Rathalos besser zu kontrollieren. Doch wir wurden aufgespürt und Monsterjäger nahmen meinen Rathalos gefangen. Ich musste beweisen, dass ich ein würdiger Reiter bin, der seinen Rathalos unter Kontrolle hat, und musste daher Reverto begleiten und einige Monster erjagen. Doch als ich endlich mich bewiesen hatte, wurde Rathalos vom mysteriösen Jäger entführt. Wir kämpften uns zu ihrem Versteck durch und konnten noch knapp auf ihr Luftschiff bringen. Als ich mich zu Rathalos freikämpfen wollte, stießen sie mich vom Schiff runter. Rathalos riss sich von seinen Fesseln los, entfaltete seine Flügel, flog mir hinterher und hat mich vom Fall gerettet. Wir sind dem Luftschiff samt Enna erfolgreich entkommen. Wir landeten in der Nähe eines weiteren Kraters, wo einst sein Dorf stand. Wir stießen auf den Feline Orgo, welcher gerade sich von einem verdorbenen Crimson Coropeco anlegte. Nach dem Kampf folgten wir ihm mit in seinem Unterschlupf, wo er Felines aufnahm, die ihre Heimat verloren hatten. Kyle schloss sich ebenfalls uns an und wollte mit uns das Geheimnis der Rathalos-Macht aufdecken. Wir werden einige Monster für Orgo ab, vor allem ein verdorbenes Mizutsune. Ich kann Rathalos langsam unter meine Kontrolle bringen und unsere Beziehung stärkte sich immer mehr, doch wir müssen mehr über Rathalos Kräfte herausfinden, weshalb Orgo uns mehr über eine Schrifttafel von Legenden erzählte. Wir machten uns auf den Weg durch den Vulkan und stießen dabei auf weitere Vifarians. Jumlana nahm uns in ihr Dorf auf und bat uns, um das Problem in der Gigante zu lösen. Zusammen mit Cheval machten wir uns auf den Weg, eine Gigante zu suchen, bekämpften es, und als wir den Kampf beendet hatten, öffnete sich erneut ein Krater und ein riesiger Tentakel kam heraus und griff an. Der Gigante stürmte trotz seiner Wunden auf das riesige Monster zu, während wir gerade so entkommen konnten. Als Jumlana uns die alten Schriften zeigten, stellt sich heraus, dass das Monster Ultura unter der Erde schlummert. Laut der Legende soll Rathalos genug Kraft besitzen, Ultura zu besiegen. Kyle schloss sich erneut uns an und wir besuchten drei weitere Schluchten, wo Ultura auftauchen sollte, doch wir trafen stattdessen immer wieder auf aggressive Monster, während sich das Licht immer bläulicher färbte. Als wir Jumlana davon berichten wollten, stießen wir erneut auf die mysteriösen Reiter. Es kam heraus, dass Sellert all die Zeit hinter all denen steckte und wollte Rafen führen und Ultura beschwören lassen. Wir fuhren dazu, dass Ultura auf meiner Heimatinsel verschlossen ist. Als der Himmel sich verdunkelte, mussten wir uns Sellert gegenüberstellen, welcher Rathalos entführte und seine dunkle Macht entfesselte. Zusätzlich kam Ultura aus der Schlucht hervor, in seiner reinen Form, und wir mussten dagegen antreten. Nach dem Abschluss der Hauptstory erhielt ich noch ein weiteres Achievement dafür, dass ich alle Cutscenes aus dem Spiel freigeschaltet hatte. Ich erhielt ein Achievement, weil ich mein erstes Kleidungsstück erhielt. Schließlich auf Monster in der Umgebung wurde ein rundenbasierter Kampf gestartet, wo ich gegen ein oder mehrere Monster kämpfen musste. Ich konnte drei Achievements freispielen, weil ich 50, 100 und 200 Monster besiegt hatte. Je nachdem, wie meine Performance im Kampf war, konnte ich mehr Belohnung erhalten, wenn ich mit einem besseren Rang abschloss. Ein Achievement erhielt ich, nachdem ich 50 Kämpfe mit dem S-Rang beendet hatte. Ich kann verschiedene Teile der Monster angreifen und diese gegebenenfalls brechen, um mehr Belohnungen zu erhalten. Ich konnte zwei Achievements erhalten, weil ich 10 und 30 Körperstellen des Monsters brechen konnte. Im Kampf kann ich neben meinem Standardschlag auch verschiedene Kampfskills nutzen. Durch Schriftrollen kann ich neue Fähigkeiten erlernen. Ein Achievement erhielt ich, da ich meine erste neue Fähigkeit durch eine Schriftrolle erlernt hatte. Das zweite Achievement erhielt ich, nachdem ich alle Fähigkeiten für alle Waffenarten erlernt hatte. Ich kann am Questboard Trial Quests annehmen, wo ich in einer Arena eine bestimmte Anzahl an Monstern besiegen muss. Dabei bekomme ich Belohnungen für meinen Rang, welche abhängig von der Zuganzahl ist. Habe ich in einer Trial Quest den Goldrang erreicht, erhielt ich ein Achievement. Ich konnte am Questboard auch viele kleine Nebenaufgaben annehmen, wo ich Materialien sammeln oder Monster bekämpfen musste. Ich erhielt zwei Achievements, nachdem ich 50 und 100 solcher Nebenaufgaben abschloss. Ich besitze ein Kombobuch, wo ich über Rezepte viele verschiedene Gegenstände über das Kombinieren von Materialien herstellen konnte. Ein Achievement erhielt ich, weil ich die Hälfte aller Rezepte besaß. Das zweite Achievement erhielt ich, als ich alle Rezepte besaß.
Am Stall konnte ich bei einem Feline meine Monster auf Expeditionen losschicken, um Erfahrungspunkte oder Materialien finden lassen. Mehrere Truppen mussten erst freigespielt werden. Als ich bei einem Melinx-Händler eine Erweiterung kaufte, konnte ich ein Archiv mit erhalten. Jedes Monster wird in der Monsterpedia festgehalten, wenn ich es erfolgreich bekämpft hatte. Ich erhielt 2 Achievements, nachdem ich es um 2/3 vervollständigt hatte. Ich konnte am Stall Eier ausbrüten lassen und neue Monstis erhalten. Jedes Monster wird in meiner Monsterpedia festgehalten. Ich erhielt 2 Achievements, weil ich 2/3 vom Lexikon fertig hatte. Monstis können verschiedene Arten von Genen besitzen, die Monstis stärker machen. Neu entdeckte Gene werden im Genlexikon aufgenommen. 2 Achievements erhielt ich, weil das Lexikon zu 2/3 fertig ist. Diese Gene können über einen bestimmten Ritus auf andere Monstis übertragen werden. Ein Monsti kann bis zu 9 Gene besitzen. Als ich mein erstes Monsti auf allen Slots mit Genen gefüllt hatte, erhielt ich ebenfalls ein Achievement. Im Online-Modus gibt es die Möglichkeit, zu zweit Probenmissionen abzuschließen. Ich erhielt ein Achievement, weil wir einmal zu zweit die erste Mission gemeinsam abschlossen. In einer PvP-Arena kann ich gegen andere Spieler antreten oder ich ersetze fehlende Spieler mit NPCs. 2 Achievements konnte ich in dieser Arena holen, als ich gegen einen NPC und in einem Doppelmatch gegen ein NPC-Duo gewann. Ansonsten fehlen mir aktuell noch 71 Quests, damit ich mein zweites Ziel abschließen kann und sämtliche Nebenaufgaben beendet habe. Mein drittes Ziel wäre es, das maximale Level von 99 zu erreichen. Im August konnte ich Stufe 53 erreichen. In Splatoon 3 ging es natürlich auch im August weiter mit der Abzeichenjagd und besitze mittlerweile 246 von 602 verschiedenen Abzeichen. Dafür spielte ich wieder viele Runden im Open-Rang-Kampf mit zufälligen Waffen, habe aber auch mehrere Wellen in Salmon Run abgeschlossen und für meinen Rang ein paar Runden Table Turf gespielt. Im August fand ebenfalls wieder ein Splatfest statt und ich spielte wieder mit vielen Leuten Tricolor mit zufälligen Waffen. Es ging um das Thema, was ich täglich essen könnte, und schloss mich Team Pasta an und spielten gegen Team Brot und Reis. Ich habe mittlerweile meine 16. Waffe auf 4 Sterne gebracht, denn ich habe viele Runden mit der Splatter Scope im PvP gespielt. Mit der Splatter Color Screen konnte ich das erste Abzeichen erlangen, da ich 30 Siege in PvP-Runden mit dieser Special erlangen konnte. Ich nahm im August mir die letzte Salmon Run Map vor und spielte diese bis auf VP 999, damit ich das letzte Goldabzeichen erhielt, welches mir bei den Maps fehlte.